Kryptowährungen. Wenn euch das ein Begriff ist, habt ihr sicherlich schon mal von Bitcoin, Ethereum oder Tether gehört. Doch seit gewisser Zeit ist es ein Phänomen, dass sogenannte Meme-Coins ebenfalls in die Höhe schießen. Währungen wie Dogecoin sorgen dafür, dass Leute nur aufgrund eines Memes innerhalb einer Nacht zu Millionären werden. Und da habe ich mich gefragt, wie schwer ist es eigentlich, mit wenig Geld durch sogenannte Shitcoins reich zu werden? Und das habe ich ausprobiert. Also, bevor wir in das Video reinstarten, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, habe ich in diesem Video Shitcoins getradet. Für die Leute, die nicht wissen, was Shitcoins sind, das ist jetzt nicht sowas wie Bitcoin oder Ethereum. Das sind halt so Sachen, die zum Beispiel so Namen tragen wie Mami Milka oder Elons Penis. Scheiße, ist das warm in meinem Zimmer. Und da ich jetzt selber auch erst eine Woche Erfahrung in Krypto habe, solltet ihr euch auf jeden Fall kein Beispiel an mir nehmen, weil ich bin jetzt nicht der krasseste Krypto-Experte. Da gibt es eine Menge im Internet und da könnt ihr euch auch ein bisschen besser informieren. Aber es ist ja grundsätzlich auch mal interessant, was kann man mit Shitcoins in einer Woche umsetzen? Deswegen, da besteht immer ein großes Risiko, gescammt zu werden. Und ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, dass ihr jetzt nicht euren ganzen Kontostand tradet, nur weil ihr denkt, dass irgendein Coin nach oben geht. Macht das grundsätzlich immer mit Geld, was ihr auch verlieren könnt. Und deswegen habe ich sicherheitshalber einfach mal zum Ausprobieren 50 Euro in meine Wallet gesteckt. Darauf gehen wir gleich nochmal ein, für die Leute, die nicht wissen, was eine Wallet ist. Und da ich keine Kreditkarte habe, hat der gute Leon Celtic mir dabei geholfen. Ich habe ihm dann einfach 50 Euro auf PayPal geschickt und dann ging es auch schon los. Deswegen passt auf jeden Fall bei Kryptowährungen auf, weil ich kenne den einen oder anderen Freund, der ziemlich gutes Geld verloren hat und das kann euch natürlich auch ziemlich wehtun. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an zu erklären, wie man überhaupt mit dem ganzen Stuff anfängt. Also, um erstmal mit Krypto anzufangen, braucht man sowas wie eine Krypto-Geldbörse und das ist die sogenannte Wallet. Und in dem Fall habe ich mir die Trust Wallet runtergeladen, da gibt es auch noch verschiedene andere Wallets, das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr wollt. Und in meinem Fall bei diesen Shitcoins braucht man eine Kryptowährung namens BNB, die man dann wieder gegen die jeweiligen Coins eintauscht. Und in dieser Trust Wallet, die ich mir runtergeladen habe, gibt es eine App namens PancakeSwap. Dort gibt man die jeweilige ID des Coins ein und der jeweiligen BNB, die man reinstecken will und schon ist man so gesagt in einem Coin drin. Aber das allererste Mal, wo ich in irgendeinen Coin reingegangen bin, war eigentlich ziemlich aufregend und man muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich immer noch so ein bisschen Glücksspiel, deswegen passt auf jeden Fall auf, dass ihr nicht zu viel Geld da reinsteckt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay Felix, aber wie findest du denn diese Shitcoins? Und ich würde sagen, ich erkläre euch das jetzt einfach mal ganz, ganz grob und dann werden wir auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal zusammen in einen Coin reingehen und gucken, was so passiert. Wir werden das aber ungefähr so mit 10 Dollar machen, damit wir nämlich safe sind und nicht irgendwie großartig was verlieren können. Vielleicht haben wir auch Glück! Also, für meinen Fall habe ich das so wie viele andere Leute gemacht über Crypto Moonshots. Das ist ein Subreddit, wie ihr gerade sehen könnt, wo die ganze Zeit irgendwelche Leute ihre neuen Crypto-Coins posten. Und ihr seht schon, da wird echt eine Menge Trash gepostet, wie zum Beispiel der Pipi-Pupu-Coin. Ja, warum auch nicht? Natürlich muss man immer auf so ein paar kleine Zeichen achten, um zu wissen, dass der Coin, in den man jetzt gerade investiert, auch relativ safe ist. Das ist zum Beispiel sowas wie dieses Liquidity Lock hier oben. Und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass Liquidity Lock zum Beispiel bedeutet, dass zum Beispiel der Coin-Ersteller nicht einfach hingehen kann und die ganzen Coins aus dem Kaufprozess rausziehen kann, sodass du dann am Ende gescammt wirst. Dann habe ich zum Beispiel auch teilweise noch darauf geachtet, ob der Coin noch irgendwie eine Website hat. Alter! Nice Website auf jeden Fall. Ich werde erstmal vollgedröhnt mit irgendeiner Kackmusik. Und natürlich ist eine vorhandene Website jetzt kein Kriterium, um unbedingt mit seinen Life-Savings in einen Coin reinzugehen. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo zum Beispiel die Coin-Ersteller wirklich ein Produkt hinter dem Coin haben, was das Ganze viel vielversprechender macht und dafür sorgt, dass der Coin logischerweise nach oben steigt. Aber wenn ich auf eine Homepage gehe, wo ich direkt mit irgendeiner komischen Musik vollgeblastet werde, ja, in den Coin würde ich auf jeden Fall nicht reingehen. Es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo die Coin-Ersteller zum Beispiel sich selber gedoxt haben. Das heißt so viel, dass die preisgegeben haben, wer sie sind, weil die meisten von diesen Coins, die entstehen nämlich aus der Anonymität heraus. Und das ist eigentlich auch nochmal ein gutes Zeichen, weil die quasi für ihr Projekt stehen, was ja für Investoren eigentlich auch kein schlechtes Zeichen ist. Sagt aber nicht unbedingt viel über den Erfolg aus, muss man dazu sagen. Und das Allernervigste, wirklich das Allernervigste bei diesen Shitcoins ist, jeder einzelne Shitcoin hat eine Telegram-Gruppe. Das heißt, man geht da rein, man guckt, wie viele Mitglieder die haben, wie darüber geschrieben wird und diese Communities sind wirklich der absolute Trash. Da werden dann wirklich so Floskeln umhergeworfen wie Guys, to the moon, this coin is going to the moon. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, diese Krypto-Floskeln und ich finde das irgendwie immer noch mega cringe, muss ich zugeben. Aber dieser Pipi-Pupu-Coin, den wir uns gerade eben angeguckt haben, wie gesagt, der ultimative Shitcoin, der ist zum Beispiel gestern um 19.30 Uhr rausgekommen. Wie ihr sehen könnt, ist er dann ein kleines bisschen gestiegen und jetzt droppt er eigentlich wieder runter. Das heißt, es ist immer so ein sehr krasses Kurzzeitding und man sollte nicht so viel Vertrauen in diese Shitcoins haben. Wenn man da wirklich Geld machen will, dann
kurz rein, kurz raus und nie wieder auf die Chart drauf gucken. Und wie gesagt, wie ihr hier unten sehen könnt, haben die Leute auch hauptsächlich ihre ganzen Coins nur noch verkauft. Also da sind schon sehr, sehr wenige Käufe. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel in so einen niemals reingehen. Aber es passiert natürlich auch manchmal, dass zum Beispiel genau an diesem Punkt irgendwie ganz, ganz viele Leute einkaufen und der Coin bis nach hier oben hochgeht und dann kann man auch wieder Plus machen. Wie gesagt, es ist halt ein riesengroßes Glücksspiel. Also obviously, bei einem lowen Preis reingehen, bei einem hohen Preis raus, gewinnen. Nie drüber nachdenken. Das war so quasi meine Taktik für die ganze Woche. Aber ihr fragt euch vielleicht, was habe ich in den ersten Tagen überhaupt gemacht? Also, an den ersten Tagen habe ich hauptsächlich erstmal ganz, ganz viele Charts beobachtet, wie ich gerade eben erzählt habe. Ich habe mich nachts zum Beispiel mit Freunden hingesetzt, habe mir die ein oder andere Chart angeguckt, habe mir irgendeinen Coin rausgesucht und einfach mal geguckt, wie verhält sich so der Markt, wie steigt das, wie sinkt das, um so ein grundsätzliches Gefühl einfach dafür zu kriegen, was da überhaupt passiert, weil ich habe vorher so ein Stuff nie gemacht. Und dann habe ich zum Beispiel einfach mal irgendwo einen Zehner reingesteckt, der Coin ist total nach unten gegangen und dann habe ich meine Erfahrung mitgenommen und dem Zehner halt obviously nicht hinterhergeheult, weil ist halt auch ein Zehner, der tut nicht so weh. Und das war grundsätzlich so erstmal das, was ich die ersten paar Tage gemacht hatte, weil ich wollte nicht mit so einem hohen Risiko irgendwo reingehen und meine 50 Euro quasi direkt verlieren. Das wäre nämlich ziemlich ass gewesen. Und deswegen habe ich erst angefangen, nach ein paar Tagen wirklich in den Coin reinzugehen. Und da hatten wir zum Beispiel einmal diesen Coin hier. Ich bin nämlich relativ früh hier reingegangen. Der hieß Wilson's Journey. Sah eigentlich ganz gut aus. Ich habe den auch ein paar Freunden geschickt, die da sogar ein bisschen Patte mitgemacht haben. Ich bin hier unten reingegangen mit, ich glaube, 10 Euro oder so, bin dann hier oben rausgegangen. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ja, ich habe ungefähr 30 Dollar quasi dann gemacht, also 20 Dollar Profit. Und als er dann über Nacht immer weiter gesunken ist, dachte ich mir, oh shit, okay, das war's mit meinem Shitcoin. Bin dann genau hier rausgegangen und über den Morgen, ist er komplett nach oben geschossen. Das hat auf jeden Fall ziemlich wehgetan, weil ich hätte theoretisch irgendwie mit meinem 10 Dollar Investment theoretisch 200 Dollar machen können. Aber das passiert halt immer und dem habe ich dann auch irgendwie nur so ganz kurzzeitig nachgeheult. Nicht allzu lange. Vielleicht ein bisschen. Aber bei sowas darf man halt einfach nicht gierig sein. Dann habe ich zum Beispiel diesen Coin hier gefunden. Ihr seht gerade, hier passiert schon eine Menge. Und ich bin da ziemlich früh reingegangen. Man sieht es ehrlich gesagt gar nicht mal so wirklich. Aber ich bin genau hier unten, ganz, ganz am Anfang, ich muss eine Menge scrollen, genau hier, 10 Minuten nach Start bin ich reingegangen. Dann ist der ganze Coin einmal komplett nach oben geschossen. Und ich habe so verkauft, dass ich quasi meine 60 Dollar Profit hatte. Und ich bin jetzt aktuell immer noch mit so ein kleines bisschen was drin und habe jetzt noch so meine 10 Dollar, die da rumschimmeln. Aber wie ihr sehen könnt, ist ja nicht mehr wirklich so mega krass nach oben gegangen. Dann gab es natürlich auch so Situationen, wie das hier. Ich habe relativ früh reingesteckt, der ist nach oben gegangen, ich habe hier meinen Profit gemacht, dann dachte ich mir, geil, nochmal, dann ist das hier passiert. Ich war zu gierig, habe gewartet und seitdem ist der eigentlich nur noch abgesagt. Und wie ich gerade eben erzählt habe, ich habe jetzt zum Beispiel einmal 60 Dollar Profit gemacht und habe dann natürlich immer mal wieder 10 Dollar in verschiedene Coins reingesteckt. Dann passieren aber so Situationen wie zum Beispiel ein Rugpull. Rugpull heißt übersetzt so viel wie Teppich wegziehen. Das ist eine dumme Übersetzung. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der Kryptosprache ist das so viel wie, du investierst in irgendwas und plötzlich geht der Investor mit all dem ganzen Geld raus und die ganze Chart geht einfach gerade nach unten und dein Geld ist basically weg. Tut dir jetzt bei 10 Dollar nicht so mega weh, aber was zum Beispiel ziemlich ärgerlich ist, ist sowas, das nennt sich Honeypot. Der ganze Chart steigt irgendwie nach oben und das sieht irgendwie relativ gut aus und du denkst, du willst verkaufen, aber irgendwie, du versuchst, den wieder umzuswappen und es geht nicht. Du kannst einfach nicht verkaufen. Es passiert nichts. Warum das jetzt genau passiert, keine Ahnung. Ich bin halt, wie gesagt, kein Krypto-Experte. Da müsstet ihr euch ehrlich gesagt reinlesen, weil über die technischen Details weiß ich jetzt nicht so viel Bescheid. Aber jeder Krypto-Coin kommt quasi immer mit so einer Art Vertrag, wo man auch immer im Code nachlesen kann, was der Owner so wirklich machen kann. Deswegen sollte man das auf jeden Fall auch immer checken. Dafür war ich aber zu stupid und deswegen habe ich auch das ein oder andere Mal einfach verloren. Und dann sind auch zum Beispiel so insgesamt, würde ich sagen, so 40 Dollar flöten gegangen. Dann hatte ich aber zum Beispiel jetzt am Dienstag eine Situation, da bin ich auch mit 10 Dollar genau hier reingegangen, bin da oben raus und hatte irgendwie meine 60 Dollar Profit gemacht. Da stand ich gerade in meiner Wallet ungefähr bei 30 Dollar nach ganz, ganz vielen Verlusten und bin dann auf meine 90 hochgeschossen. Danke übrigens nochmal an Phasen für den guten Call. Und das war echt ziemlich schmackhaft, aber ich bin dann auch noch mit ein kleines bisschen drin geblieben und wie ihr sehen könnt, ist der seitdem auch nur noch abgerauscht. Das war auf jeden Fall eine blöde Entscheidung. Deswegen, ich sollte nicht so viel Vertrauen in Coins haben, nicht so gierig sein und einfach schön hoch noch rausgehen. Dann nimmt man sein gutes Kleingeld mit. Und ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, ich habe aus meinen 10 Dollar, habe ich 60 Dollar gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie mit 500 reingegangen wäre, dann hätte ich natürlich das gute Money der Vergeltung gemacht. Aber ist natürlich auch immer noch Glücksspiel. Aber weil ihr mir nicht dabei zugucken wollt, wie ich die ganze Zeit irgendwelche Charts analysiere und euch sage, oh, da ist hochgegangen, da ist runtergegangen, werden wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal am allerletzten Tag einen Coin raussuchen, wo wir mal ein kleines bisschen was reinstecken. Das könnte auf jeden Fall super interessant sein, weil vielleicht haben wir ja Glück, dass wir irgendwas finden, wo wir aus unserem 10-Dollar-Investment irgendwie was Gutes rausholen können. Und dann werde ich euch am Ende auf jeden Fall sagen, was ich allgemein für einen Umsatz gemacht habe. Aber wir haben gerade 12 Uhr mittags. Normalerweise geht da nicht so viel ab, weil die meisten Coins launchen eigentlich so mitten in der Nacht. Aber wir können ja trotzdem mal unser Glück versuchen. Ich habe zum Beispiel einen Coin gerade gefunden, der heißt der IKEA-Coin. Ich weiß,
Ganz dummer Name. Aber der ist ungefähr vor 20 Minuten rausgekommen und wir werden jetzt einfach mal unser Glück versuchen, weil da sind sogar gerade richtig viele Leute drin am Traden und vielleicht können wir ja ein bisschen Plus machen, wer weiß. Und wie ihr sehen könnt, ist sogar gerade jemand mit $625 reingegangen. Das ist ziemlich ärgerlich, weil dann hätte ich nämlich sogar noch ein bisschen Plus machen können, rein theoretisch. Aber wir versuchen sie jetzt trotzdem mal. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr stressig, weil, keine Ahnung, auch wenn es $10 sind, finde ich es immer super spannend irgendwie, aber vielleicht passiert da ja was. Vielleicht werden wir auch gescammt, deswegen wäre es auch super interessant für das Experiment. Aber ich habe mir jetzt gerade selber die Contract-ID von dem Coin geschickt. Das ist immer so eine ganz, ganz lange ID. Und wir packen die jetzt einfach mal in unser Pancake-Swap und gucken dann einfach mal, wie viel wir da rausholen können. Wir kriegen ja auch gerade nochmal eine Warnung, dass jeder theoretisch einfach so einen Token erstellen kann. Und das wissen wir natürlich. Das ganze Ding ist natürlich ziemlich dangerous, aber wir können es einfach mal versuchen. Nur gerade passiert mir da irgendwie wieder doch ein bisschen zu wenig. Ich suche es gerade ehrlich gesagt schon seit ein paar Minuten nach einem neuen Coin und es ist gar nicht mehr so einfach um die Uhrzeit, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, irgendeinen zu finden, weil so wie es aussieht, sind sehr, sehr viele Scam-Coins dabei, so wie immer eigentlich. Es ist halt auch irgendwie super lustig, was die Leute da teilweise schreiben. Zum Beispiel Elon tweeted, come, Inu is rocketing. Und dann geht man auf die Chart und... Ja gut, also das ist halt das, was man halt ständig sieht und deswegen bin ich zum Beispiel auch nur der Fan, in irgendwelche Coins reinzugehen, die wirklich vor so 20 Minuten oder so rausgekommen sind, weil da passiert dann auch noch irgendwie was. Man kann auch ein bisschen was rausholen und dann vergisst man das ganze Ding einfach ganz schnell wieder. Ich habe gerade zum Beispiel einen gefunden, wo relativ viel passiert. So wie es aussieht, kaufen hier sogar relativ viele Leute ein. Alleine in dieser Minute waren das irgendwie schon 6 Leute, beziehungsweise 5 ehrlich gesagt. Und ihr seht zum Beispiel, der Chart geht gerade nach oben, weil Leute nämlich ein bisschen Geld reingesteckt haben. Deswegen warte ich nochmal ein ganz kleines bisschen, bis er runtergeht. Scheiße, er geht immer noch weiter hoch. Jetzt gerade geht er runter. Deswegen ist der Zeitpunkt gekommen, um einfach mal reinzugehen. So, ja, ich vertraue und Import. Und rein da. Und Transaction. Come on, boy. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Ah, shit. Bevor ich gekauft habe, ist das ganze Ding nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Komm schon. Los. Jetzt sind wir drin. Wir haben offiziell gekauft und jetzt einfach mal nur hoffen, dass das ganze Ding wieder irgendwie nach oben geht. Ah, yeah, baby. Okay, dann schauen wir einfach mal, wie viel jetzt zum Beispiel unser $10 Investment aktuell wert ist. Ja, wir sind jetzt aktuell bei $12. Was ich jetzt quasi mache, da jemand mit ganz, ganz viel Geld nochmal reingegangen ist, ich nehme jetzt einmal die Hälfte der Coins, die ich besitze und gehe mit meinem Investment raus. Jetzt ist wieder gedroppt. Scheiße. Um quasi das, was ich investiert habe, wieder rauszuholen und dann noch ein bisschen was drin zu lassen. Ich habe quasi 10 reingesteckt. Hol die 10 wieder raus, hab aber immer noch so ungefähr 10 drin. Weil man weiß ja nie, was noch so passieren kann. Aber das ist halt die Frage. Vielleicht sind wir auch an der Stelle einfach nur gierig, weil eigentlich technically sollte man nicht so viel Vertrauen in solche Shitcoins haben. Und man kann auch theoretisch einfach alles rausnehmen, sobald man seinen Profit gemacht hat und einfach nie wieder da drauf gucken. Das ist nämlich genau das Ding. Ich hätte gerade eben einfach hier verkaufen sollen, aber so schnell ist man dann halt einfach nicht. Das ist nämlich ziemlich ärgerlich. Aber bei sowas kann man immer sagen, hätte Fahrradkette. Ne? Ist auch eigentlich totes Wayne. Ich meine, $10 tun halt, wie gesagt, wirklich nicht weh. Ich glaube nicht an dich, Shitcoin, aber ich glaube daran, dass wir wenigstens ein bisschen Profit machen können. So, jetzt würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, um meinen Profit rauszuholen. Also mein Investment quasi rauszuholen, damit ich nämlich kein Minus mache. Komm schon, bitte geht durch, Transaktion, bitte. Bitte, los, schnell. Jetzt sind wir eigentlich wieder mit unseren $10 raus. Wir haben jetzt sogar noch $10 drin. Das heißt, falls das ganze Ding über den Tag steigt, kann ich theoretisch später nochmal irgendwie sowas rausholen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie noch was bei rumkommt, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie Vertrauen in diese Shitcoins. Aber logischerweise seid ihr hier, um euch zu fragen, wie viel ich aus der ganzen Geschichte rausgeholt habe. Und ich meine, ihr habt gesehen, ich habe jetzt nicht krasse Beträge irgendwie da reingesteckt. Das heißt, der Profit ist auf jeden Fall nicht besonders krass hoch. Aber ihr wisst ja, ich habe mit $50 um den Dreh angefangen und wir sind jetzt gerade bei sage und schreibe 91,70. Wow! Also wie gesagt, man kann sich das ganze Ding natürlich auch hochrechnen, wenn ich jetzt irgendwie mit höheren Beträgen gespielt hätte, dann hätte ich natürlich zum Beispiel aus 500 Euro irgendwie 1000 gemacht. Aber das Ganze ist obviously auch nochmal ein bisschen mit Glück verbunden und es ist halt auch wie gesagt irgendwie eine Art von Glücksspiel. Deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr so Kryptozeug macht, weil es ist auf jeden Fall nicht ohne. Es ist auf jeden Fall super wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall viel informiert, weil da steckt nämlich mehr hinter, als man eigentlich denkt oder mehr, als ich jetzt gerade erzählt habe. Deswegen bitte nochmal, nehmt euch mich nicht als Beispiel und verspielt irgendwie euer Taschengeld. Das ist wirklich nicht wert. So nett das jetzt vielleicht gerade auch aussah, es ist immer mit super viel Pech verbunden und ich habe auch schon eine Menge verloren. Wie gesagt, ich war zum Beispiel einmal irgendwie bei $20 und bin jetzt wieder bei $90. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, diese Kryptowoche hat mich verdammt verrückt gemacht und ob man damit reich werden kann, vielleicht, wenn man sein ganzes Leben dedicated oder vielleicht auch einmal mega Glück hat, früh in einen Coin reingeht und der komplett durch die Decke schießt. Man weiß es nie, Freunde. Man kann immer sagen, hätte ich mal 2010 irgendwie
10.000 Euro in Bitcoin reingesteckt, aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, ne? Kann man immer sagen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten im Nachhinein, um noch irgendwo zu investieren. Deswegen habt auf jeden Fall nicht Angst, dass ihr irgendwas verpasst oder so. Aber Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses kleine Selbstexperiment gefallen hat, und wenn das der Fall ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Selbstexperimente mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich auch nicht, ein Abo dazu lassen und auf die Glocke zu drücken, denn dann könnt ihr nämlich gar keine Selbstexperimente mehr verpassen. Wenn ihr generell irgendwas sehen wollt, dann schreibt einfach irgendwie ein nettes Kommentar oder macht irgendeinen coolen Vorschlag, weil dann kann ich das vielleicht sogar in den nächsten Wochen umsetzen. Das war es aber jetzt erstmal von mir. Ich habe keine Lust mehr, auf irgendwelche Charts drauf zu gucken, weil Krypto macht mich echt bescheuert. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder und tschüss. Haut doch rein!